hier, das bin ich in Tunesien, auf dem Kamel. Wir müssen auch gekommen. Ja, zu Fuß. Das ist überhaupt kein Kamel. Ach nee, was denn dann? Ein Dromedar hat ja nur einen Höcker. Genau. So ein Quatsch. Das ist kein Quatsch. Ach nein. Einhöckrige Tiere sind Dromedare, du Kamel. Stimmt's, Tim? Kann ich mal sehen? Das ist ein Dromedar. Da hörst du's. Du bist ja was neidisch. Es ist zwar ein Dromedar, aber trotzdem ein Kamel. Ja, was ist das denn nun? Ein Kamel mit einem Höcker. Also ein Dromedar. Und hier, das bin ich im Beduinenzelt. Daneben ist mein Vater. Super Beduine verkleidet, was? Ich glaub, das ist ein Tuch mit dem Ring drum. Das gegen die Sonne, das geben einem die Beduinen dort. Schade, dass es bei dir nichts genützt hat. Dann wäre dein Hund weniger vertrocknet. Du Schiffspolitiker, sag das ja einfach. Hallo, was ist denn hier los? Setz euch mal hin, aber ein bisschen plötzlich, ja? Guten Morgen erstmal. Morgen. Ah, Franz Josef, darf ich mal sehen? Ja, bitte. Sehr interessant. Du warst wohl in Nordafrika? Ja, in Tunesien. Sehr hübsch. Und sogar auf einem Kamel. Da hat ihn sein Vater Huckepack getragen. Klaus, lass deine albernen Witze. Ich sag meinem Vater. Mach doch. Franz Josef, wer schon mal in Nordafrika war, der rennt nicht wegen jeder Kleinigkeit zu seinem Vater. Er hat aber Kamel zu meinem Vater gesagt. Mutti? Ja, mein Kleiner? Wo liegt eigentlich dieses Bad Herzogenbrunn? Was für ein Bad Herzogenbrunn? Na, da, wo der Fürst beinahe Kapellmeister der Kurkapelle geworden wäre. Ach so, tja, das ist von ihr sehr, sehr weit weg. Fast so weit wie das Traumland. Aber warum fragst du? Weil ich da mal hin möchte. Ach so. Und wann soll's losgehen? Von mir aus gleich. Du hör mal, Menzi. Hör mir mal gut zu. Erstens einmal ist dieses Bad Herzogenbrunn wirklich sehr, sehr weit weg. Und zweitens einmal solltest du endlich aufhören, immer gleich loszustiebeln. Wir haben uns deinetwegen schon schreckliche Sorgen gemacht. Die Funkstreife bringt mich doch immer wieder nach Hause. Ja, schon, aber der Wachtmeister Krapp hat gesagt, das nächste Mal kostet das Geld und mehr als ein Taxi. Wartet mal einen Augenblick. So, und damit du es nur weißt, ich war nämlich auch schon mal in Afrika. Jawohl, in Kenia, bei meinem Onkel Georg Avenarius. Der ist Farmer und Jäger, Großwildjäger. Und wann war das? Vor 2 Jahren, 3 Wochen. Mit dem Flugzeug bis Nairobi und dann hat mich mein Onkel abgeholt. Und warum hast du uns denn davon nichts erzählt? Weil es gequatscht ist. Nein, nein, nicht so ein Angeber bin wie du. Nein. Fräulein Bürgermeister bei den Jägern im Busch. Dann werde ich dir beweisen, du Kameltreiber, du. Oh, bin ich aber gespannt. Halt! Wo willst du hin, Bürschchen? Aua, ich hab doch gar nichts gemacht! Wieder ausgerissen bist du, das hast du gemacht. Ihr Pulvermänner seid doch wie ein Sack Flöhe. Wir sind keine Flöhe! Das Auto! Aber da ist doch gar kein Auto. So, Bärbi, jetzt pass mal auf. Ja, und guck mal hier hin, da kommt gleich ein Vögelchen raus. Bleib schön sitzen und tu genau, was der Herr Wolf dir sagt, ja? Ich will aber nicht! Ich will nicht die doofen Blumen! Das ist ein wunderschöner Blumenstrauß, Junge. Schön bunt und passt genau zu deinem Anzug. Ich will eine Nuss, eine Nuss will ich! Ich habe aber keinen Hund, Junge. Ich bin kein Hundebesitzer. Diese kleine Bestie. Tag. Auch das noch. Was bist denn du hier, Menz? Aber ich will eine Nuss! Eine Nuss will ich! Geh nach Hause, Menzi, du störst hier. Ich kann aber prima bellen. Ja. Klasse, Mensch! Klasse, genau wie in der Latte-Strublicke! Ruhe! Wir machen hier Lichtbilder und keine Tonaufnahmen. Fotografierst du denn nicht? Gleich, Junge, gleich. So,
jetzt lächeln. Und sie brauchen in die Linse sehen. Noch ein bisschen dichter, ja? Du doch nicht! Verschwinde unter dem Fell! Achtung! Das hätten wir. Fertig, Menz. Puh, ist das heiß und stinkt. Bekomme ich jetzt ein Eis? Ja, hier hast du eine Mark, kauf dir eins. Wie heißt du denn? Menz Pulvermann. Und wo wohnst du? In der Festwiese im Wohnwagen. Was, im Wohnwagen? Seid ihr Zigeuner? Nee, Freischützen, so heißt unsere Schießhalle. Aha. Berti, komm jetzt, wir gehen. Gehört der zu dieser Schießbudenfamilie? Sehr ordentliche Leute, Frau Becker. Na, ich danke schön. Herr Berti, du kommst jetzt sofort. Du kannst doch mal zum Spielen kommen und ich komm zu euch in den Wohnwagen. Ach, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das wäre ja noch schöner bei Leuten vom Rummel. Guten Tag. Auf Wiedersehen, Frau Becker. Und bis Donnerstag. Ich komme doch. Du kannst mich mal besuchen. Der Fürst wird doch immer genialer. Den Ton habe ich einfach nicht drauf. Tag, Trixi. Mensch, was ist denn dir über die Leber gelaufen? Bist du fürs Schulorchester? Nee, für unsere Band. Bin ich aber nett vom Baron, dass er dich hier üben lässt. Ja, nicht? Du, Tim, ich muss dir was sagen. Ich weiß schon. Was ist das? Was soll das, Tim? Ich muss dir. Solltest du aber eigentlich wissen. So ungefähr trommeln die Bantus in Kenia. Sitzt ganz schnell in der Tinte, was? Ja. Und du hast keinen Onkel in Kenia. Und du warst auch noch nie dort. Nein. Aber warum hast du es dann gesagt? Weil der Loma ja so angegeben hat, mit seinen Kamelen und mit Tunis. Und weil ich sowas eben nicht leiden kann. Na und? Schöner Käse. Du musst mir helfen, Tim. Wieso muss ich? Weil ich sonst keinen Menschen auf der Welt habe. Du werd mal nicht albern, Trixi. Immerhin ist dein Vater Bürgermeister. Ach, der würde das sowieso nicht verstehen. Und überhaupt? Hör auf zu heulen. Davon wird's auch nicht besser. Aber was sollen wir denn tun? Wir? Hab ich gesagt, dass ich in Afrika war? Nein, natürlich nicht. Aber du findest doch immer was. Bitte, Zimmer, find doch was. Warum soll ausgerechnet ich etwas erfinden? Es gibt ja auch ein paar andere Jungs in der Klasse. Ja, zum Beispiel den Franz Josef Lohmeier. Also gut, ich mach mit. Aber auf zu heulen. Ich will ja gar nicht mit. Lass mich mal überlegen. Der Lohmeier muss Fotos finden, wo du drauf bist. Dein Onkel Georg und Neger. Ja. Ein Zoo gibt's hier nicht, oder? Nein, nur ein paar Rehe und Hirsche vom Baron. Also, du gehst morgen nicht zur Schule. Erfind irgendwas, Kopfschmerzen oder sonst was. In der Zeit studierst du einen Atlas und liest alles, was du über Kenia zusammenkriegen kannst. Ist das klar? Ja, und dann? Ich hab da einen Plan. Du gehst jetzt mal schön nach Hause. Ich ruf dich morgen an. Ich werde dir so dankbar, Tim. Blumen später abgeben. Wie findest du das, Schatz? Was bitte? Mein neues Motiv. Hübsch. Hübsch, hübsch, wenn ich das schon höre. Das ist deine neue Tonschöpfung. Was sagst du, Do? Do? Ich habe dich gefragt, wie du meine neue Komposition findest. Nett. Sehr nett. Fürst, glaubst du, dass wir außer auf unseren Tonbändern uns auch in der Öffentlichkeit werden produzieren können? Ich meine in der Musik. Warum nicht? Köbelbach besitzt außer 15 Musikboxen und der Feuerwehrkapelle keine nennenswerten Klangkörper. Du, ich sage dir, die werden uns noch brauchen auf Hochzeiten und Bällen und naja und so weiter und so weiter. Klar, die werden sich um uns reißen. Wenn sie unseren Namen nur hören, sehen sie schon rot. Na,
Ich sehe eher schwarz bezüglich der kommerziellen Seite unserer Bemühungen. Naja, die Aufführungsrechte sparen wir auf jeden Fall. Nein, das kannst du nicht, mein Sohn. Ich denke, wie du siehst. Ich ja auch. Und zwar, wie wir jemandem aus der Patsche helfen können. Uns hilft auch keiner. Wirklich nicht? Und der Baron? Und Hofer? Na, ja, schon gut, schon gut. Also, wem sollen wir aus der Patsche helfen? Trixie Avenarius, der Tochter vom Bürgermeister. Mir war auch immer schlecht, wenn wir am nächsten Tag eine Mathematikarbeit schreiben mussten. Das war der Algebra-Bacillus. Wir schreiben aber gar keine Arbeit, Mutti. Also nun schlaf schön, Trixie. Und wenn es dir morgen nicht besser geht, dann bleibst du zu Hause. Das ist ja ein tolles Ding. Aber Fürst, das ist doch sonnenklar. Tim hat sich in die kleine Avenarius verknallt. Nichts habe ich. Ich will nur... Du willst nur ein Kavalier sein und ich finde das recht anständig von dir, mein Junge. Hat er von mir. Da kann man sehen, wozu kleine Mädchen in ihrer Wut und Eifersucht fähig sind. Nicht nur die Kleinen, liebe Do. Kannst du einen Fotoapparat von Wolf ausleihen? Wozu? Ich hab doch einen. Entschuldige, aber mit der alten Schrottkiste kannst du doch nicht den Kenia fotografieren. Darüber mach dir mal keine Sorgen. Aber die Bilder entwickeln und vergrößern, das darf ich, hä? Du, Timmy, wie willst du denn in Köbelbach eine richtige Fotosafari veranstalten? Die Leute kennen hier doch jeden Strauch und jeden Baum. Ich werde schon was finden, was sie nicht kennen. Du musst übrigens die Bandkostüme hinzaubern, Marfee. Ich bin immer da! Nein, du bist der Sohn des Häuptlings. Aha. Und dann bin ich der Häuptling Wumba, Wumba, was? Nein, du bist Trixies Onkel Georg Avenarius, Großfarmer und Jäger in Kenia. Aha. Sag mal, und wo kriegen wir die Truppenausrüstung her? Herr Baron! Herr Baron! Ja, was gibt's denn, Tim? Sie haben doch einen Tropenhelm, oder? Warum? Und überhaupt so Zeug aus Afrika. Ja, natürlich. Bitte, Herr Baron, können Sie mir sowas leihen? Und das ist auch nur für 2 Tage. Und es geht auch bestimmt nicht kaputt. Wenn ich dir deine Bitte eine Freude machen kann? Was brauchst du denn alles? Überhaupt so Zeug aus Afrika. Na, dann darf ich den Herrn ins afrikanische Zimmer bitten. Kenia ist einmal zweithöchster afrikanischer Berg, vulkanisches Massiv nördlich des Kilimanjaro. Zum anderen... Ach, eben habe ich es doch noch gewusst. Haben Sie die Löwen geschossen, Herr Baron? Nein. So. Und jetzt hole ich dir den Tropenhelm. Könnte ich vielleicht auch noch die 2 Speere und die Schilddinger haben? Den Tropenanzug und das Löwenfell. Aber du wolltest doch nur den Tropenhelm. Ja, Herr Baron, aber damit habe ich doch bloß angefangen. Ich verspreche Ihnen, das geht doch ganz bestimmt nicht kaputt. Ehrenwort. Ist das hier alles aus Kenia? Wieso aus Kenia? Das ist aus Afrika. Von überall her. Toll. Vielen Dank. Ich hole heute Abend das alles mit meinen Brüdern ab, ja? Nein, 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 nein. Dann mache ich nicht mit. Man wird mich erkennen und ich bin das Gespött von Köbelbach. Kein Mensch wird dich erkennen mit diesem Schnurrbart. Ach. Hier, ich habe sogar echte Trockenkluft für dich. Mich erkennt keiner, nicht mal die Polizei. Doch, denn einen Löwen, der Mundharmonika spielt, gibt es nicht. Phil, sei doch kein Spielverderber. Hör mal zu, mein Sohn. Es ist ja schön und gut, dass du deiner Freundin helfen willst. Trixie ist nicht meine Freundin. Ach, und wozu dann der ganze Rummel hier? Weil ich nicht will, dass der Lohmeier, der Angeber mit seinem Kamel in Tunis als der Größte rumläuft. Darum. Die Pulvermanns haben sich noch nie einen Spaß entgehen lassen. Ach, und ich habe gehofft, dass wir in diesem biederen Köbelbach endlich mal etwas bürgerlicher werden. Ach, nein. Afrika, Natur und Politik? Was soll denn das? Weißt du, das ist nur, weil, weißt du, wir schreiben nämlich einen Hausaufsatz über Kenia und da habe ich mir nämlich die Fachliteratur besorgt. Du, das finde ich aber gar nicht nett von Fabian, dass er dich auf dem Krankenbett mitschreiben lässt.
Ich werde mal ein ernstes Wort mit ihm reden. Auch das noch. Wie findest du das? Komm weiter. So. Was? Hier ist richtig. Sieht so in Afrika aus? Ja, Köbelbacher Afrika. Das haut hin. Kein Haus, kein Kirchturm und die Autobahn stört auch nicht. Klasse, hier spiele ich den Löwen. Nancy, wie oft soll ich dir noch sagen, du spielst nicht den Löwen, sondern den Häuptlingssohn? Ende, komm weiter. Kenia wurde aus dem Mutterland gelöst und als selbstständiger Staat erklärt, als 19... Hoppla! Das kranke Hühnchen schon wieder auf den Beinen? Oh, was haben wir denn da? Lass doch mal sehen. Ah, oh, Kenia im Schatten des Kilimanjaro. Bravo, Kind. Willst du wieder Streit anfangen? Im Gegenteil, ich bewundere nur Leute, die Reiseeindrücke vertiefen. Lern noch schön. Kümmer dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Trixi? Ja? Tim hat gesagt, du sollst um 16:30 an der Schießhalle sein wegen der Fotos. Psst, sei leise. Aber warum denn? Das hat doch Tim gesagt. Psst. Und ich komme als Löwe. Danke, Kleiner. Und bestell Tim einen schönen Gruß von mir. Ja, ich komme. Okay, Schwester. Wird erledigt. Ja. Ich sollte nicht der Sohn vom alten Lohmeier sein, wenn ich nicht rieche. Das stimmt was nicht. Alles klar, großer Bruder. Die weiße Schwester kommt um 16:30 zur Schießhalle. Danke, Kleiner. Wo hast du sie denn erwischt? Der große Löwe erwischt alle. Was meinst du, was die für Angst kriegt, wenn ich als Löwe komme? Mensch, wie oft soll ich dir noch sagen, du kommst nicht als Löwe, sondern als Häuptlingssohn. Da machst du wohl den Löwe. Was? Quatsch, ich mach den Bantu-Neger. Alles nehmen sie einem weg. Sogar den Löwen. Hallo. Umba! Ach, du bist... Wie siehst du denn aus? Wie ein Köbelbacher Bantu-Neger. Aber wie siehst du denn aus? Ich? Wieso denn? So willst du im afrikanischen Busch rumlaufen? Mit dem Fetzen? Ach, du mein Schreck. Willkommen in Kenia. Guten Tag, Herr Pulvermann. Ich heiße nicht Pulvermann, sondern Avenarius. Und bin dein Onkel Georg. Entschuldigung, aber neulich in der Schule da... Also, dass sie das mitmachen... Das red nicht lange, geh in den Wohnwagen und lass dir von meiner Mutter ein paar Blue Jeans und ein Hemd von mir geben. Ja, ja, sofort. Das ist aber ein nettes Mädchen. Hm? Naja, es geht, aber was die uns da auf den Hals geladen hat... Nur das mit der Fotosafari, das war doch deine Idee, oder? Schon. So, die Filme habe ich eingelegt. Wo ist denn unsere Hauptdarstellerin? Die zieht sich gerade um, die Dame. Die kam hierher, als wollte sie zu Lohmeyers Geburtstagsfete gehen. Ich hab dir gesagt, du kommst nicht als Löwe, sondern als Häuptlingssohn. Ich kann aber alle beide. So, meine Herrschaften, hier ist Beatrix Avenarius aus Köbelbach. Soeben mit Flug 302 Pulvermanns Airlines in Nairobi gelandet. Umba, 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 umba. Halt! Dort ist der Viktoriasee. Prinz Krauslocke, wohin mit uns? Ihr stinkt. Ich hab Durst. Ach, Menzi, jetzt soll nicht sein, mal ruhig. Ich leg jetzt einen Löwen hierher. Ich hab aber Durst. Bitte sei jetzt ruhig und sei jetzt artig. So. Und jetzt alles schön aufstellen. Tim, ja ran, ja. Und ganz locker. Moment, ich mach mal eine. So. Menzi, jetzt komm mal vor, komm mal vor. Setz dich auf den Löwen. Doch nicht so, ist doch kein Motorrad. Menzi, jetzt geh mal nach hinten und fass einen Löwenschwanz an. Ja, alles etwas locker auseinander. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, und jetzt alles lächeln. Fürst du doch nicht. Du hast gerade einen Löwen geschossen. Ach so, ja, natürlich, ja. So.
Ja, danke. Was habe ich dir gesagt? Pulvermänner sind ausgeflogen. 4:45. Verdammt, wir sind eine Viertelstunde zu spät dran. Also ich weiß nicht, wie du auf diese dusselige Idee kommst, dass ausgerechnet... Wie oft soll ich dir noch sagen? Ich habe gehört, dass der Knopstrix im Rathaus gesagt hat, bei uns heute um 4:30 zu Foto. Mehr habe ich da nicht verstanden. Na und? Vielleicht machen sie ein Familienfoto. Mit Trixi? Nee, Freunde, da steckt eine ausgekochte Schwindelei hinter, um mich aufs Kreuz zu legen. Woher willst du denn das wissen? Weil wir Loma ist ja 3 Generationen im Rathaus sitzen. Da hat man eine Nase für Schwindeleien. Hm. Los, kommt. Und noch eine? Ja, danke. So. Na, wie geht's weiter, Tim? Moment. Trixi? Ja? Du badest jetzt im Viktoriasee. Oh ja, ich auch als Löwe. Menzi, Löwen baden nicht. Also los. Aber ich hab doch gar keinen Badeanzug bei mir. Egal. Zieh dich aus, wir drehen uns um und du gehst ins Wasser. Klar? Komm, Fürst. Ja. Franz Josef, das ist doch irre. Wir stapfen hier wie in einem schlechten Western durchs Gelände. Aber mit Erfolg. Hier Spuren von mindestens 5 Leuten. Hier hat etwas gestanden. Quatsch, da hat einer 3 Stöcke in den Boden gerammt. Oder ein Stativ von der Kamera. Hey, guck mal, hier hat ja einer gelegen. Zum Sonnenbaden. Oder als Fotomodell. Mensch, wir sind ja richtig. Los, kommt, Kamera, die haben wir bald. Da kommt einer. Los, schnell weg. Na, Trixi, was machst du denn hier? Der Doktor hat mir eine Kaltwasserkur verordnet. Er hat gesagt, ich soll ins kalte Wasser, Herr Fabian. Dann kann ich morgen wieder in die Schule. Ach so. Und was hat der Löwe damit zu tun? Welcher Löwe? Keine Angst, Trixi. Ich glaube, der ist tot, wie? Aber kleine Mädchen sollten nicht ohne Schutz im afrikanischen Busch spazieren gehen. Also dann bis morgen. Komm, Dirk. Na, ist er weg? Ja, Gott sei Dank. Hat er was gemerkt? Ich glaube nicht. Dann lass uns schnell ein Foto machen. Wim, geh mal nach vorn. Tim, los, ins Wasser. Ich? Wieso? Mir ist kalt. Ach, dir ist kalt und sie wollte zu uns Wasser schicken, was? Also, Wasser. Pass auf. Trixi, stell dir vor, hier ist der Viktoriasee, ja? Ja. Ich als Onkel lege den Arm um dich. Haben wir schon. Alles runter zum Löwen. So, nun stell mal dein Beinchen drauf. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist heiß. Ziemlich heiß. Wim, gut so? Ja, ist großartig so. Achtung. Ja, danke. Moment. Mal einen anderen. Ja. Nadja, komm her. Und nochmal. Stillhalten. Die Spuren sind ganz frisch. Die müssen da unten am See sein. Wer muss unten am See sein, Lohmeier? Hallo. Tim und Trixi, die suchen wir nämlich. Ach so. Die sucht ihr nämlich? Ja. Und darf ich fragen, was ihr hier macht? Aktive Biologie, Herr Fabian. Wir sollen nämlich für unseren Biologie-Lehrer Huflattig suchen und pressen. Ach so, das ist aber sehr lobenswert. Aber erstens steht hier kein Huflattig, sondern da hinten auf der Wiese. Und zweitens habe ich Tim und Trixi eben getroffen. Wo, Herr Fabian? Ja, da drüben. Die haben den Huflattig nämlich da drüben in dem Eichenwäldchen gesucht. Danke, Herr Fabian. Bitte, bitte. Na, mein Kleiner? Die haben wir genau auf die falsche Fährte geschickt. Und du schläfst ja. Manchmal macht es richtig Spaß, Indianer zu spielen. Da bist du wieder wach. Ja. Mensch, toll, guck mal. Guck mal, ein Löwe. Was ist denn das für ein See? Der Tag, ich meine, der Viktoriasee. Und das hier ist mein Onkel Georg und das ist der Häuptlingssohn. Zeig doch mal her, Trixi. Hier.
Ein Löwe ist doch was anderes als ein Kamel, oder? Ja, natürlich. Toll. Was willst du? Sieh dir doch mal das Bild hier an. Ja, und? Trägt es Onkel Georg und zwei Neger. Ja. Und der Hund von Fabian. Empfehle Lupe. Ja, und? Jetzt willst du über Trix hier ein Schwindrennen entlarven, was? Na, ihr beiden, was haben wir denn da? Oh, das ist aber eine hübsche Aufnahme. Ja, hübsche Aufnahme. Mhm. Darf ich mal sehen? Mhm. Ah, ja. Trixie in Kenia, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und das hier ist mein Onkel Georg. Ach, das ist dein Onkel. Das ja. Sehr, sehr gute Aufnahme, wirklich. Ja. Nur der Schatten hier unten, der stört etwas, ne? Ja. Ja, das war wohl die Klappe vom Kameraetui, nicht wahr? Nee, Herr Fabian, das war ihr. Franz Josef, das Beste ist immer, man fotografiert ohne Etui. Hat doch der Schlitzohr meinen Dienst abgerissen. Vergiss es. Komm morgen zu uns. Und dann? Du hast 30 Schuss frei. Ja, dann.